Hallo, hier geht es ums Rotationsvolumen. Das heißt, ihr habt die Formel. Das Rotationsvolumen berechnet sich immer, indem man Pi mal das Integral von a bis b, dann nimmt man die Funktion, die man aber hier quadriert, dx. Das heißt, wir haben hier eine Funktion gegeben, eine Gerade mit der Gleichung x minus 1. Und jetzt soll hier diese Fläche, soll jetzt um die x-Achse rotieren. Dafür steht das Rotationsvolumen immer. Und wenn das jetzt hier um die x-Achse rotiert, dann entsteht dabei hier ungefähr dieser Trichter. Und der Trichter, von dem kann man das Volumen berechnen, nämlich jetzt entsprechend mit der Formel. Das heißt, die Grenzen sind jetzt von 1 bis 3. Und wir müssen hier unsere Funktionsgleichung nehmen und die wird aber quadriert. Man kann sich das so vorstellen, das ist Pi, das ist r Quadrat mal h, sodass also hier das r Quadrat erscheint. Das Integral ist das Aufsummieren der verschiedenen Kreisscheiben, sodass hier diese ganzen Kreisscheiben eben aufsummiert werden über das Integral. Cooler Trick, um das Rotationsvolumen auszurechnen. Und dann kann man hier entsprechend alles ausführlich rechnen und das war's.